Ja, Leute, und damit ein großes Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Zockerfreunde. Es gab vorhin kleinere Probleme mit dem Spiel. Das ist auf einmal wieder abgestürzt und ich weiß leider nicht, warum. Wir befinden uns immer noch, um nochmal von vorne anzufangen, weil die Aufnahme der Datei wahrscheinlich wieder rumspinnt wie beim letzten Mal. Wir befinden uns immer noch auf dem Wildnisflug Balkanroute. Heute unser Ziel, dieses wunderschöne Flugplatz. Es wird so ein Rasenlandebahn sein. Es wird auch diesmal wieder in zwei Teile geteilt, dieser Abschnitt. Diesmal ein bisschen länger, über 20 Minuten, denke ich mal, wird es gehen. Und ich war gerade dabei, ein bisschen was zu erzählen, was es denn so Neues gibt. Zwei Sachen in den nächsten zwei Parts. Und zwar heute um das Thema Laptop meiner Großeltern geht's da. Und im zweiten Part dann morgen oder im nächsten Part allgemein dann um GTA Roleplay gibt's wieder ein bisschen was zu erzählen, was ihr sicherlich auch gesehen habt, was aber auch wieder ein Weilchen her ist, möchte ich euch trotzdem ein bisschen was von erzählen, so ein kleiner Rückblick wie immer. Ja, eine Woche ist es her, als ich aufgenommen habe. Heute ist schon März, den 6. März haben wir, also den Februar haben wir auch hinter uns gelassen. Heute sonniges Wetter werden wir auch heute genießen, es ist momentan noch früh am Morgen. 9.34 Uhr und bin schon wieder fleißig wie sonst was. Nachmittag ein bisschen das schöne Wetter genießen. Auto muss mal gewaschen werden. Gerade auch der Unterboden wegen den ganzen Salzgelumpe, dass das wegkommt. Und ja, was gibt's zu erzählen in Sachen Laptop meiner Großeltern? Ich bin immer noch dabei, die Daten sind mittlerweile alle auf dem neuen Computer angelangt, hat natürlich ganz schön lange gedauert, die vom alten Computer zu verschieben, dann auf den neuen Computer, das ging ja relativ zügig. Ah, muss ich erstmal niesen? Entschuldigung, zum Glück habt ihr das nicht gehört. Ja, und auf den neuen Computer das zu verschieben, das ging mega schnell. Und ansonsten, ja, müssen nur noch drei Programme installiert werden von der Fotokamera, vom Drucker. Und so ein Bildbearbeitungsprogramm. Meine Oma, die macht sehr viel mit Bildern und Bilder bearbeiten und pipapo. Und dann muss ich das noch installieren. Und dann bin ich ansonsten soweit fertig. Es gab auch wieder ein kleines Update. Hier auf. Achso, ja, Sonntag. Morgen fahre ich dann praktisch hin und zeige den so ein bisschen das neue Windows 10. Die haben ja noch mit Windows Vista oder so gearbeitet. Aber sollte, denke ich mal, kein Thema sein. Ja, auf jeden Fall gab es hier ein kleines Update. Aber normalerweise, wenn ich dann den Flugsimulator starte, wird dann auch nochmal was geupdatet. Das war jetzt zum Glück nicht der Fall. Das heißt, ich konnte jetzt ohne Probleme dann die Aufnahme starten, ohne noch zu warten, dass da noch was runtergeladen wird. Kann natürlich sein von den Inhaltsmanager, den man hat, dass man da noch was runterladen muss. Aber das muss ich mir dann mal angucken. Ist erstmal nicht so wichtig. Ansonsten haben wir es bald geschafft. Hier ist nochmal eine lange Tour. Also die ist sogar noch länger, habe ich das Gefühl.
Von der Zeit her, das werden wir dann wahrscheinlich in drei Parts teilen. Na, jetzt müssen wir eigentlich bloß die Küste lang fliegen, erstmal ein ganzes Stück. Können wir erstmal minimieren. Ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Notebook oder Laptop. Ich denke mal, dass sie damit auch Freude haben werden. Die Tastatur leuchtet sogar. Das finde ich ja auch mega krass. Ist vielleicht für die meisten schon Standard. Also, keine Ahnung. Aber ich finde es ganz cool. Gerade wenn du im Bett liegst oder auf der Couch liegst und die Taste nicht findest, drückst du drauf, dann ist sie so schön beleuchtet und dann findest du auch die Taste besser. Muss noch nicht mal dunkel sein unbedingt. Ja, und dann sind es nicht mehr viele Folgen, die ich aufnehmen muss. Ich glaube 10 ungefähr, hatte ich gedacht. Also heute 2. Oh je, jetzt weiß ich gar nicht, ob hier da auch noch ein Flughafen ist. 1, 2. Ich rechne jetzt mal 3. Hier, ja, so 5 Folgen könnten es sein. 2, 3, ja. 2, also 2, 3, 4 oder 6 Folgen. 10 meinte ich. Letztens zu meiner Freundin. Und dann ist erstmal die Aufnahmesession oder das Projekt aufnehmen, Let's Plays abgeschlossen. Und dann können wir uns voll auf die Livestreams konzentrieren, was ja dann vermehrt sein wird. Für euch vielleicht schon auf jeden Fall zu sehen, dass mehr Livestreams kommen. Weil, wie gesagt, die jetzigen Videos werden so im Mai kommen. Da muss ich mich natürlich auch noch ein bisschen ransetzen. Hab immer noch nicht angefangen, Videos zu verarbeiten. Das nimmt ja auch noch mal ein bisschen Zeit in Anspruch. Aber trotzdem könnte ich immer vormittags auch Livestreams machen und auch andere Spiele spielen und mit euch mehr interagieren. Ich denke mal, das wird für euch auch noch ein bisschen interessanter werden. Ja. Kurz gucken, aber ich denke mal, wir sollten noch auf Kurs sein. Ja, noch weit irgendwo da hinten müssen wir dann wahrscheinlich abbiegen. Sonne ist jetzt auch schön am Horizont. Ich weiß gar nicht, wie spät wir es überhaupt haben. 10 Uhr.
Ortszeit. Auf jeden Fall ist dann auch noch geplant, Livestreams in Sachen Flugsimulator. Also ich werde dann nicht nur mich auf ein Spiel, denke ich mal, konzentrieren. Natürlich wird sehr viel sein GTA Roleplay beziehungsweise Real Life, aber dazu, wie gesagt, morgen mehr. Dann wird auch Flugsimulator, schätze ich mal, mit dabei sein, weil wie gesagt, ich finde das Spiel auch echt genial und so schön. Werden wir auch ein paar Flüge noch machen, schätze ich. Jetzt werde ich mal ein bisschen still sein, damit ihr ein bisschen die Landschaft genießt. Ich werde mal so ein bisschen die Kameraperspektive verändern. So, gucken wir mal, wie sieht's denn überhaupt aus? Ja, immer noch im grünen Bereich, also wie gesagt, da vorne, denke ich mal, müssen wir dann links abbiegen. Ich
oder sogar noch ein Stückchen weiter. Hier wird es dann bergig, müssen wir auch drauf achten. Ja, ja, also denk mal, das Stückchen wird das hier sein und dann müssen wir noch ein bisschen rum und hier müssen wir dann an Höhe gewinnen. Aber sind wir noch ein bisschen entfernt? Mal ein bisschen wieder Zunder geben, war über 1000 Fuß kommen. Verstehe gar nicht. War das letztens auch schon aus? Hm. Wieso gar nicht? Ui! Wir lassen es mal, wir fummeln hier mal nicht rum. Und gehen wieder in die Außenperspektive. Aha. Halten, um Autopilot-Trimmer abzuschalten. Wäre vielleicht interessant für den normalen Flugsimulator. Also wenn wir normal fliegen, also keinen Wildnisrundflug machen, weil da macht er mal den Trimmer automatisch, der Autopilot. Und dann kommt es zu Missgeschicken, Missverständnisse. So, jetzt sind wir praktisch hier drüber. Müssen wir dort lang, schätze ich. Und auch noch ein bisschen nach rechts, nach links fliegen. Oder wir müssen dann hier so drüber.
Also das heißt, ja, wir gewinnen ja ein bisschen an Höhe. Also sollte das eigentlich passen. Nee, ich glaube, wir müssen dann noch ein Stückchen weiter. Also noch hier drüber hinaus, schätze ich. So, wie viel haben wir schon geschafft? Naja, die Hälfte ist es noch nicht so ganz. Okay. Ich habe gerade aus dem Fenster geguckt und da habe ich ihn gesehen. Ah, es war jetzt schwer zu erkennen. Auf jeden Fall hatte der hinten den Kofferraum offen. Ich weiß nicht, ob er was transportiert hat. Hat man leider vom Weiten nicht gesehen. Ich habe ja hier eine Nebenstraße, die sehe ich nicht von meinem Fenster. Aber weiter weg ist eine kleine also was heißt kleine Hauptstraße? Es ist eine Hauptstraße. Und da habe ich bloß das Auto gesehen mit offenem Kofferraum. Ja, da kann ich euch auch noch schnell eine Story erzählen, bevor wir die Aufnahme beenden. Und zwar war ich dann auch im Urlaub gewesen und auf einer Raststätte, hatten Pause gemacht. Und ja, da war auch eine Familie, wollten in Kofferraum, an Kofferraum, also hatten den noch aufgemacht und was rausgeholt. Pipapo, wir waren relativ lange an der Raststätte, so 20 Minuten, eine halbe Stunde bestimmt. Auf jeden Fall waren die dann relativ schnell da fertig und hatten vergessen, den Kofferraum zuzumachen. Und das Problem war bei denen, der Kofferraum war rappelvoll. Das war auch ein etwas größeres Auto. Also so ein Familienauto, SUV oder wie man sowas auch betiteln mag. Immer war der Kofferraum offen und rappelvoll, das Ding bis oben hin. Also der konnte eigentlich im Prinzip nur über die Seitenspiegel agieren. Sag ich mal, gucken, gar nicht in den Rückspiegel, weil das alles so voll war. Und ja, auf jeden Fall fuhr der los. Ich denn so, ach du Scheiße, der hat ja noch den Kofferraum hinten offen. Und zum Glück kam, oder war dann auch die Polizei am Start und dann gleich hinterhergefahren. Also die sind auch noch nicht weit gekommen, hoffe ich, denke ich. Also ich denke mal, Autobahnauffahrt wurden sie noch angehalten. Also das war richtig Glück, was sie da hatten. Dass da die Polizei am Start war, dass sie die praktisch dann anhalten konnten. Ja. Auf jeden Fall hätte schief anders ausgehen können oder schief gehen können. Aber zum Glück, wie gesagt, Polizei war am Start. Ja, Leute. Und ich würde auch sagen, das war's für heute. In der nächsten Folge, wie gesagt, GTA, gibt es was zu erzählen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gerne Like und Abo dalassen. Ansonsten sehen wir uns mit der nächsten Folge wieder. Also Leute, bis dahin und ciao.